Schau, ein Silberer, ja. Da steht er so einsam. Hat mich nicht gemerkt, dass ich angehalten habe, sonst wäre er längst weg. Das ist ein richtiger Schisser. Tja, wen haben wir hier? Ein Mädchen. Domfalkenmädchen. Ebenfalls am Straßenrand. Auf einem Baum. Auch gekackt bedeutet Abflug. Tja, nun bin ich an derselben Stelle. Und mein Bussard sitzt diesmal auf dem Baum. Direkt an der Straße. Ganz nah, wie man sieht. Aber natürlich, wie das eben so ist, kann ich keine guten Fotos machen, da er Äste vom Kopf hat. Ich bin wirklich ganz nah dran. Ich weiß nicht, wie viele Meter es sind. Maximal 10. Halt eben über der Straße. Hier ist der Baum. Und das ist hier. Ob er sich daran gewöhnt hat, ein bisschen gacken. Gacken bedeutet Abflug. So, wie gesagt, der war plötzlich weg und auf dem Zaun gelandet. Jetzt habe ich ein Stückchen weiter weg, aber ja, man kann nur erkennen. Ich denke, so weit sind wir auch nicht. Sonst wäre ich jetzt zwischen 15 und 20 Meter. Natürlich sieht er mich. Er ist zuerst runtergesprungen auf die Wiese, hat aber nichts gefunden. Ich bin dann ein bisschen rangefahren, dann ist er abgehauen und setzte sich hier auf den Zaun und schaut die ganze Zeit runter. Ich bleibe hier sitzen, wenn er nicht abhaut, vielleicht holt er eine Maus. Tja, mein Mädchen ist wieder nicht mit dabei. Hat sich so ergeben. Tja, er schaut und schaut und schaut. Ich hoffe, dass er was findet. Schaut mich auch an.